Nun, etwas vorgesprungen, haben wir ein neues Modell. Dieses Modell ist kein Primitive, bedeutet, es ist ein veränderter Cube und somit kann Blender nicht mehr einfach dieses Objekt unwrappen und zerlegen, so wie wir es uns vorstellen. Daher müssen wir ihm helfen und ihm sagen, wo soll er schneiden. Generell kann man sagen, hilft es immer, wenn man sich eine Testtextur auf sein Objekt legt, um zu sehen, ob der Unwrap verzogen ist oder nicht. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Wir gehen in den Shading-Tab und bauen ihm ein neues Set an Texturen, also ein neues Material. Dieses Material nennen wir Test. Test benötigt gleichzeitig auch noch eine Bilddatei. Wir können ja nicht ausschließlich mit unserem Shader arbeiten hier. Der hat ja keine Informationen außer der Farbe und da sehen wir nicht, ob unsere UV in Ordnung ist. Also brauchen wir ein Bild. Add Texture, Image Texture. Eine gute Testdatei braucht ihr euch nicht besorgen, die hat Blender bereits. Also sagen wir wollen ein neues Bild und dieses neue Bild soll nicht leer sein, sondern soll ein UV-Grid besitzen. Die Auflösung lassen wir einfach gleich. Ein UV-Grid ist einfach nur ein Schachbrettmuster. Wir verbinden die Farbinformation von unserer Bilddatei mit der Grundfarbe und sehen, dass unser Objekt bemalt ist. Bei dem Würfel hier unten hat Blender es ganz gut gemacht. Hier sehen wir, dass es ein gleichmäßiges, schönes Schachbrettmuster ist und hier oben ist er überfordert. Hier zieht er einfach die kompletten Striche nach oben und hier oben wäre wieder alles in Ordnung. An der Seite hat er dann komplett versagt. Also müssen wir ihm sagen, wo er schneiden soll. Jetzt kommen wir wieder in unseren UV-Editing-Part. Wir sehen auf der linken Seite unsere Map. Das hier wird unsere Bilddatei, also das PNG, das wir später dann verwenden, um es unserem 3D-Objekt mitzugeben, damit er es damit bemalen kann. Auf diesem Bilddatei bauen wir also eine Karte, eine UV-Map. Und auf dieser Karte ist einfach nur angezeichnet, auf welchen Koordinaten, der U- und der V-Koordinate, sollen unsere Flächen Platz finden und sozusagen den abgedeckten Bereich als Textur übernehmen. Der nicht von einer Fläche abgedeckte Bereich wird am Ende nicht verwendet. Wir markieren was auch immer das sein soll, und drücken U Unwrap. Er kriegt es einfach nicht besser hin. Hier könnten wir eigentlich jetzt ganz aufgeschlüsselt unsere verschiedenen Flächen sehen, aber er schafft es einfach nicht, das ordentlich zu schneiden. Also helfen wir ihm. Als erstes betrachten wir, wie dieser Würfel generell aufgeblättert werden könnte. Das heißt, es ist immer so ein kleines Gedankenspiel. Wo muss ich ihn schneiden, damit es ordentlich funktioniert? Als erstes möchte ich diesen oberen angeflanschten Würfel trennen von unserem bestehenden Würfel. Also markiere ich die Edges um ihn herum und sage Rechtsklick Mark Seam. Jetzt haben wir hier einen roten Strich und das ist die Schnittkante. Also verwenden wir den unteren Bereich, wir drücken L, um unseren zusammenhängenden Bereich zu markieren und sagen U Unwrap. Okay, das ist schief gegangen. Warum? Ganz einfach. Als das Ganze noch ein Würfel war, hat Blender noch gewusst, wie er das Ganze ausbreiten soll. Nachdem wir ihn verändert haben, hat er einfach so getan, als ob nichts passiert wäre und hat die Seiten wieder weiterhin klar dargestellt. Nur der veränderte Bereich, nämlich die obere Fläche, hat er nicht mehr ganz verstanden. Jetzt versteht er überhaupt nichts mehr, denn er weiß einfach nicht, wie er ein zusammenhängendes Mesh trennen soll. Denn unsere Seiten sind immer noch zusammenhängend. Wäre das Ding aus Karton, könnten wir es vielleicht flach drücken, aber wir könnten es nicht ausblättern. Das heißt, wir brauchen noch einen Schnitt. Wenn das hier unser Karton ist, der untere Bereich, wir können den oberen auch ausblenden, dann sehen wir es vielleicht etwas besser. Dazu einfach mit L markieren. Jetzt nimmt er alles, was zusammenhängt und können hier unten auf Seam wechseln. Jetzt wird er alles, was innerhalb seines Seam-Bereichs, er kann also nicht über die roten Linien springen, zusammenhängt und markiert ist. Und wir gehen auf H und blenden den oberen Bereich aus. Wir haben zu viel ausgeblendet jetzt, weil wir die Flächen benötigen zum Ausblenden. Wenn wir so ausblenden, wird er alle zusammenhängenden Edges ebenfalls mitnehmen. Das bedeutet, wir müssen, STRG Z,
in den Face Select Mode gehen. Wir waren im Edge Select Mode. Wenn wir im Face Select sind, dann wird er ausschließlich die Flächen und nicht alle zusammenhängenden Edges ausblenden. Gut, klar, dass er das hier nicht unwrappen kann, er muss erstmal den Deckel hier loslösen. Also gehen wir wieder in den Edge Select Modus und geben ihm hier die Möglichkeit zu schneiden. Maxim, dann kann er den unteren Bereich abklappen. Deswegen sind wir aber trotzdem noch in einem geschlossenen Bereich. Das heißt, wir müssen noch einmal schneiden, damit er diesen Zylinder hier auffächern kann. Also auch hier Maxim. Jetzt können wir das ganze Objekt von der Seite her aufdrehen und unten die Klappe wegklappen. Hier wird er aber immer noch Probleme haben, das auseinanderzureißen. Wir können, stellt euch wirklich vor, das Ding ist aus Papier. Ihr könnt das nicht ausbreiten, es wird hier reißen, wenn wir es jetzt seitlich ausbreiten. Also müssen wir an diesen Kanten ebenfalls schneiden. Auf der Unterseite haben wir das Problem nicht. Wir schauen uns das Ganze im Wireframe-Modus an, dann sieht man es vielleicht etwas besser. Wir möchten also, dass dieses Stückchen hier nach oben geklappt wird, das hier wird nach oben geklappt und das wird unten weggeklappt. Und hier zwischen den beiden Flächen haben wir einen Schnitt, von daher kann es sich hier auftrennen. Also, theoretisch sollte es klappen. Mit L alles markieren, U unwrap. Und wie wir sehen, haben wir ein hervorragendes, ausgebreitetes Würfelchen. Oben sind die Flächen, diese Laschen, sind weggeklappt. Wir haben unsere vier Seitenflächen und unten unsere Grundform, die weggeklappt ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen zurück in den Solid Mode und mit Alt-H blenden wir wieder den Rest ein. Mit Steuerung I können wir die Selektion invertieren und drücken diesmal H, um es auszublenden. Wie können wir das ausbreiten? Nämlich genau wie wir es vorher gemacht haben. Wir trennen erstmal die zwei komplizierteren Flächen voneinander. Das ist einmal dieser Bereich hier. Den kapseln wir erstmal komplett ab mit Mark 7. Somit ist dieser Bereich für uns nicht mehr sichtbar. Auch mit H ausblenden. Vorsicht, nicht im Edge Select, sondern im Face Select Mode. Wie vorher auch, müssen wir unsere Laschen wegklappen, also hier die Laschen wegschneiden. Und damit unser Würfel sich ausbreiten kann, die Seitenkanten noch markieren. Wir können hier zum Beispiel schneiden, dann wird er sie hier seitlich hochklappen können, die Rückseite hochklappen können. Und bei der Seite brauchen wir nichts machen, er wird die Laschen alle wegklappen. Es gibt nie nur eine Möglichkeit, richtig zu schneiden. Natürlich wird er hier diese Fläche hier zusammenbehalten, er wird die Fläche zusammenlassen, die Fläche wird aber komplett getrennt. Die hier hat keine Möglichkeit mehr, sich am Mesh festzuhalten und die hier wird weggeklappt. In dem Falle wäre es geschickter, wenn wir die Seiten nehmen, dort schneiden und diese Flächen dran lassen. Das wird am Ende bei der Textur ein bisschen hübscher. Zudem verlieren wir diese Fläche nicht völlig. Also Rechtsklick, Clear Seam. Damit machen wir eine gesetzte Seam wieder rückgängig. So sollte das funktionieren. Wir drücken wieder L, U unwrap. Damit man es etwas besser sieht, ziehe ich das Ganze nach oben. Wir sehen jetzt also hier unser Backofentürchen und unsere drei Flächen korrekt angewrappt. Ich bin jetzt in den Objektmodus gewechselt. Mit Alt-H können wir den Rest wieder einblenden. Unser vorderes Stückchen wird das leichteste von allen. Hier haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir schneiden alle vier Kanten. Damit wird er es ausbreiten wie einen kleinen Seestern. Alle Flächen von sich. Also das wird dann die zentrale Fläche. Oder wir schneiden diese Stelle hier und einmal hier rein. Damit wird er die obere, die Seite und unten sowie diese Seite und die Vorderseite zusammenhängend schneiden. Rechtsklick, Mark 7. Der Unterschied ist nicht besonders groß. Hier haben wir jetzt also eine L-Form, die geschnitten wurde.
Und wenn wir mit ClearSeam es rückgängig machen und unsere Seitenkanten markieren mit MarkSeam und dann New, und die Seams habe ich natürlich auch wieder weggelöscht gerade, die brauchen wir noch, MarkSeam, dann haben wir hier eben diese Seesternform. Jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das in unserem Shading Editor aussieht. Wir gehen wieder ins Shading rein und sehen, dass unsere Kästchen alle unterschiedlich groß sind. Das liegt daran, dass unsere Flächen aktuell vogelwild über unserer UV-Map verteilt sind. Generell haben wir aber keine Verzerrungen mehr, das heißt, wir haben korrekt angewrappt. Wir gehen also wieder ins UV-Editing, markieren unseren kompletten Cube-Gedöns und schauen, dass wir alles ordentlich auf unserer UV-Map platzieren. Es ist nicht schlimm, wenn sich diese UVs überlappen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel diesen Bereich hier über einen anderen Bereich legen. Man sollte nur bedenken, dass die Textur, die drunter liegt, auf beiden Bereichen gleichmäßig angedruckt ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Bild habt und es zusammenhängend ist, dann solltet ihr diese Überlappung vermeiden, besonders Verdrehungen. Das bedeutet, dass dieser Bereich jetzt zum Beispiel gedreht ist. Den könnte ich mit R90 oder R45 besser gesagt wieder zurück in eine horizontale bringen. Die Sache ist nämlich folgende. Wenn ihr später eine Textur habt, wie zum Beispiel eine Holzmaserung, dann solltet ihr einigermaßen realistisch sein und nicht plötzlich ihren Winkel verändern. Und genau das passiert, wenn ihr hier im Texture Mode seid. Wenn ihr das Ganze dreht, passiert das. Ihr habt hier, wenn das eine Maserung wäre, diese Seitenlinien, nämlich hier eine schräge und der Rest ist gerade. Und das liegt daran, dass wenn wir den Bereich markieren, dass der auch hier auf der UV-Map schräg ist. Falls ihr euch wundert, warum überhaupt eine Textur angedruckt ist, obwohl es sich nicht auf unserem Bild befindet, liegt es daran, dass das seamless ist. Das bedeutet, es wird dieser Bereich oben weiter projiziert. Und zwar in jede Richtung. Also Kästchen an Kästchen an Kästchen an Kästchen. Wir haben hier unendlich viel Platz dafür. Wenn wir das Ganze jedoch auf einer Bilddatei am Ende drucken wollen, dass wir die mit dem Modell mitgeben, dann sollte es sich innerhalb deiner Map befinden. Das heißt, alle Objekte, die wir haben und all ihre Flächen müssen sich innerhalb dieses Kästchens befinden. Es gibt jetzt folgende Optionen. Wir können einen erneuten UV-Unwrap machen. Dann wird er alles innerhalb seiner Möglichkeiten hier reinziehen. Was wir jedoch haben, sind die gedrehten Flächen. Die gedrehten Flächen können wir natürlich wieder um 45 Grad drehen mit R45. Ebenfalls hier, R45. Hier hilft uns wieder L, um unsere zusammenhängenden Meshes zu markieren. R45. Jetzt haben wir keine Drehung mehr, aber eine leichte Überschneidung hier zwischen den beiden Flächen. Also ziehen wir den ganzen Bereich in ein freieres Stückchen. Im Grunde habt ihr jetzt schon eine perfekte UV-Map. Ich zeige euch das mal, indem wir das etwas rausziehen. Keine Überschneidungen, alles findet seinen Platz. Und auch auf unserem Würfel sieht die ganze Sache gut aus. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Holzwürfel. Bei einem Holzwürfel verhält es sich so. Wir möchten, dass die Maserung möglichst sauber ist und so, dass wir sie von einer bestimmten Blickrichtung schön mit dem Auge nachvollziehen können, ohne dass diese Seams auftreten, diese Verzerrungen. Also, dass die Seams die Textur eben aufschneiden. Und hier haben wir ein gutes Beispiel, wie sich die Textur glatt über unsere Würfelkante legt und hier nicht, weil dort mit einem roten Strich geschnitten wurde. Das heißt, wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Texturabschnitte. Die beiden sind einfach ein ganzes Stück voneinander entfernt. Dieser Bereich hier unten mit dem gelben Icon, mit diesem gelben Kreuz, ist der Bereich. Und der grüne hier ist der hier oben. Die zwei haben natürlich einen großen Abstand voneinander. Und wenn wir eine Quermaserung haben, dann wird sich die hier umkehren. Das heißt, wir haben hier eine gerade Maserung, hier nach oben, und hier
Mit dem grünen Kreuz zum türkisen haben wir eine Quermaserung. Im nächsten Teil, wenn wir zu den Texture Maps kommen, zeige ich euch, wie ihr ein Objekt perfekt schneiden könnt, zum Beispiel für einen Holzwürfel, so dass die Maserung realistisch ist, zumindest an den Seiten. Bei einem Stirnholz haben wir ja das Problem, dass eine Seite die Schnittkante ist. Irgendwo wurde ja auch noch längs geschnitten. In dem Falle brauchen wir also ein zweites Bild. Das kommt im nächsten Teil bei Texture Maps. Da gehen wir einmal drauf ein, wie unsere Texturen funktionieren, welche Arten von Texturen es gibt, was eine Normal Map ist und wie wir mehrere Texturen kombinieren. Davor sollten wir natürlich noch klären, wie bei einem Holzwürfel die Maserung schön angelegt wird und wie man Seams verstecken kann, damit eben keine zerschnittenen Texturen an einer sichtbaren Stelle sind, sondern so wie hier sich glatt übereinander legen. Viel Spaß mit dem nächsten Teil!